Atreisiente Nume Jesus Christus. Akulde Fargelesit Apostelgeschichte, Kapitel 4, 14, der saßen 20. Sie sahen aber den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen und hatten nichts dawider zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten mit den anderen und sprachen: Was wollen wir diesen Menschen tun? Denn das offenkundige Zeichen durch sie geschehen ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, lassen sie ernstlich bedrohen und sie hinfort zu keinen Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie durchaus nichts hören ließen, noch lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Richtet ihr selbst, ob es für Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Aber sie drohten ihnen noch mehr und ließen sie gehen, da sie nicht fanden, wie sie bestrafen konnten. Wehen des Volks, denn alle lobten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an welches die Zeichen der Heilung geschehen war. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ehren und verkündigten ihnen, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hast, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Bitte dem war der hohen Rot hier nicht sozusagen beschämt. Das ist ja heul, da du im Verhof wir. Sie können dort nicht verlehen, dass hier ein Wunder passiert wird. Am eher vergohnen nicht zu bereden, schreckte sie Petrus und Johannes und betrüht. Sie können diese Apostel nicht, wenn eine gute Sache nicht bestrafen. Aber am diese Menschen nicht Fauste holen, dass sie dort nicht wieder dönen, würden sie ernte drohen bis noch wieder, dass sie nicht sollen predigen, weil in ihrer Religionslehre würden sie einmal in ihr vorstohnen. Dann sehen sie die Ernte, dass sie nicht sollen privat mit Menschen über Jesus reden und nicht mehr in der Öffentlichkeit. Petrus und Johannes können sich diese Beschränkung nicht andönen. Sie wären in erster Linie für Gott verantwortlich, nicht für Menschen. Denn die Lehrer, ehrliche was wären, dann hätten sie das auch teilgeben müssen. Der Apostel wären Zeugen von der Auferstehung, von der Himmelfahrt Christi. Sie hatten Tag für Tag seine Lehre gehört. Sie wären verantwortlich, durch ihr Zeugnis aufzuleihen, dass Jesus Christus ihr Herr und Heiland wäre. Obwohl von einem schwachen Ständisch, kann ich sagen, in der Grund, stünd diese fromme Obrigkeit hier. Hier sieht man die Tatsache, dass sie der Apostel nicht bestrafen können. Denn alles Volk, das wisst, dass ein Wunder von der Gnade passiert wäre. Das ja Heuler, der Meier als 40 Jahre alt wäre, wie sei er bekannt. Wenn sie in bedürlicher Zustand, der Leo ganz frien ob wäre, du wenn könnte hohe Rot dieser ungeklärte Apostel nicht bloß nach drohen und dann war er gehen lassen. Mit dieser Kraft aus 10 Jahren Gottes rührt, gingen der Apostel Fuß nur der Ehre, so froh zu einmal los wären. Sie sagten und fangen Gemeinschaft mit der erwartungsfrohe versammelten Gruppe, die einzige Verbrechen durch Bernen Bestand hat, dass wir, sie hatten Christus verkündet. Und so ist es auch durch alle Tiden immer, dass gläubige Menschen, die wirklich zu Jesus gehören, die sehen immer durch, wo die Gemeinschaft ist. Die wollen durch sein, wo gläubige Menschen sich treffen dürfen. So bald ist diese Helden dort hierden, was da passiert wird, dann raubt uns seine Gott im Gebet. Sie reden Gott hin mit ein Wort an, dort absolut Herrscher bedienen wird. Das ist ein Wort, das im Alten Testament sehr selten gebraucht wird. Sie tun dann hier im Psalm 2, der er ähnet Leben hier anwenden. Was du beschreiben wir, dass wir es, wenn sie dort nicht beleben deuten, und sie flochten dort in ihre Gebeter nennen, lobte Gott dafür und hatte große Freude. Und weil wir auch hier waren, von diesem Ausschnitt vor uns von der Lehren. Dieser Apostel, sie leiten sich nicht beschwichten, von Jesus zu reden. Und auch wie kommen wir vielleicht mal im Moment nennen,
wo Menschen nicht wollen hören, dass wir sollen von Jesus reden, weil wir aber trotzdem den Menschen diese frohe Botschaft bringen, weil jeder Mensch braucht Jesus Christus, wenn der Welt der Rat sein. Weil wir mutig von unserem Herrn Jesus wieder durchstoßen und weil wir uns erhöhlen an der Versammlung der Gläubigen, dass wir gerne alle taub im Gebet durchhängerstoßen, damit das Evangelium noch keine viele Menschen kommen. Muss Gott uns dazu genug schenken. Weil wir nach der Bede. Dankeschön, Herr Jesus, dass du uns gebrücken wirst, dein Evangelium wieder zu sein. Halb uns auch, dass wir wollen, die Gemeinde über alles läuft gewinnen. Dass wir wollen uns eine lebende Gemeinde im Gebet durchhängerstoßen, damit das Evangelium nach Korn und viele Menschen gebracht worden und dort auch neuen Menschen gerat worden, euer die Wahrheit kommst. Wir danken dir dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.